Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem Thema der Woche Video im Rahmen der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und Elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir wollen uns heute mit einer Übungsaufgabe beschäftigen, mit der es in der Übung Probleme gegeben hat und zu der auch in unserem Q&A-Forum einige Fragen gekommen sind. Das ist die Aufgabe 21.1, bei denen TEM-Wellen in einer Hohlleiterstruktur, wie sie hier eben aufgezeichnet ist, ausgerechnet werden sollen. Wir entnehmen der Aufgabenstellung schon eine Reihe von Angaben, die wir gleich benutzen werden. Zum Beispiel wird ja hier schon davon gesprochen, dass sich in Z-Richtung eine Welle ausbreiten soll, in positiver Z-Richtung eine TMMN-Welle ausbreiten soll mit einer Kreisfrequenz Omega. Das heißt, wir wissen schon, welcher Wellentyp ist hier gesucht. Transversal magnetisch heißt ja, nur das Magnetfeld ist transversal, das heißt, das E-Feld kann eine Z oder wird eine Z-Komponente haben. Und diese Z-Komponente des E-Feldes, die soll dann auch berechnet werden. Wir entnehmen weiter, dass wir hier bei einer Kreisfrequenz Omega sind. Das heißt schon sofort, wir rechnen im Frequenzbereich, setzen also gleich auch entsprechend im Frequenzbereich an. Und ja, Wellenausbreitung in positiver Z-Richtung hatte ich, glaube ich, eben schon gesagt. Alles, was Sie zur Lösung dieser Aufgabe brauchen, finden Sie im Handout im Abschnitt über Wellenleiter 1, zylindrische Wellenleiter. Da werden wir gleich ein bisschen hin und her springen zwischen dem, was ich aufschreibe und dem, was im Handout ist, damit Sie auch sehen, dass das dort enthalten ist. Ja, und klar, das Handout finden Sie im UER-Ordner der Professur, das wissen Sie ja schon. Fangen wir also an, das Ganze auszurechnen. Wir schauen noch mal einmal kurz auf die Geometrie, damit die klar ist. Ich brauche jetzt keine weitere Zeichnung zu machen. Und wir fangen einfach an, indem wir mal festhalten, was wissen wir denn schon. Wir haben also bestimmte Angaben. Und das heißt eben, wir haben hier eine Kreisfrequenz Omega vorgegeben. Das heißt, wir machen eine Betrachtung im Frequenzbereich. Und ich hatte es auch schon gesagt, wir haben vorgegeben, dass wir hier eine TM-Welle in Z-Richtung haben. Genau genommen können wir schreiben, in plus Z-Richtung haben. Und damit wissen wir, dass die Z-Komponente des B-Feldes gleich 0 ist. Ja, im Aufgabenteil A schauen wir uns das nochmal an. Das ist hier unten der Teil. Soll aus den Maxwell-Gleichungen die Helmholtz-Gleichung für die Z-Komponente des E-Feldes hergeleitet werden. Das können wir natürlich einfach machen, also Aufgabenteil A. Wir fangen mal damit an, dass wir die Maxwell-Gleichungen nochmal hinschreiben. Also fangen wir mal an mit dem Induktionsgesetz, Rotation E gleich, und jetzt direkt im Frequenzbereich hingeschrieben, minus J Omega B. Das greifen wir mal ein und nennen das 1. Außerdem hätten wir im Allgemeinen Rotation H gleich J Omega D plus J. Und das ist hier aber natürlich 1 durch μ Rotation B gleich J Omega Epsilon mal E, und der Faktor J fällt weg hier im Hohlleiter. Anders ausgedrückt, wir hätten hier die Gleichung Rotation B ist gleich J Omega μ Epsilon E Zeiger. Das
merken wir uns auch und nennen das 2. Dann haben wir natürlich die Divergenzfreiheit des B-Feldes, Divergenz B gleich 0. Das können wir meinetwegen 3 nennen. Und außerdem hätten wir Divergenz D gleich Rho V. Und hier wird daraus dann einfach Divergenz Epsilon mal E ist gleich 0. Oder, da kann ich das Epsilon jetzt natürlich weglassen, Divergenz E gleich 0. Und das nennen wir 4. Das sind die 4 Maxwell-Gleichungen hier in unserem Fall. Entkoppeln der Maxwell-Gleichungen kennen wir auch schon. Wie geht das? Na, wir bilden die Rotation zum Beispiel von 1. Dann machen wir das Einsetzen der anderen Rotationsgleichung, also Einsetzen von 2. Und dann nutzen wir die Divergenzfreiheit von E, also Nutzen von 4. Und wir brauchen auch noch die Vektoridentität. Rot von irgendwas ist gleich grad diff von diesem Ausdruck minus Laplace von diesem Ausdruck. Gut, das können wir alles machen. Also legen wir los. Wir bilden die Rotation des Induktionsgesetzes. Also steht da Rot E. Setzen wir die Vektoridentität mal direkt ein. Das ist grad diff E minus Laplace E. Und das ist aber gleich, weil dieser Term hier wegfällt, ist das gleich minus Laplace E. Auf der anderen Seite ist Rot ja jetzt gleich minus J Omega Rotation B. Und für Rotation B haben wir in der Gleichung 2 ja einen Ausdruck, das heißt, das ist minus J Omega J Omega Mu Epsilon mal E. So, und damit haben wir jetzt eine Gleichung, die auf beiden Seiten eben das E-Feld enthält. Das heißt, diese Gleichung ist jetzt schon mal entkoppelt. Und wir nutzen natürlich hier noch das J mal J gleich minus 1 ist, um das zu eliminieren. Und schreiben dann letztendlich hin Laplace E plus Omega Quadrat Epsilon Mu mal E ist gleich 0. So, und das können wir natürlich vergleichen mit dem Handout. Und da ist es die Folie 3. Gehen wir mal dahin. Handout, Folie 3, wo diese Gleichungen hier natürlich schon stehen. Also speziell jetzt eben hier. Das ist genau diese Gleichung. Da können Sie also zwischenkontrollieren, dass Sie bis dahin nichts falsch gemacht haben. Das ist die Helmholtz-Gleichung für E. Jetzt sollen wir aber die Helmholtz-Gleichung für EZ hinschreiben. Und dafür nutzen wir die Zerlegung des Laplace-Operators. Das ist im Handout auf der Folie 8. Gehen wir da schneller mal hin. Handout, Folie 8. Da finden Sie das. Und das nutzen wir jetzt einfach. Also ganz einfach auch ist das natürlich. Also, ups,
einmal Laplace hin. Laplace, der Operator in kartesischen Koordinaten, ist nach d2 ist natürlich d2 nach dx² plus d2 nach dy² plus d2 nach dz². Und das können wir hinschreiben als einen transversalen Anteil plus dem longitudinalen Anteil, also in dem Fall dem Anteil in z-Richtung. Und dieses Delta t, das ist offensichtlich genau eben hier die Summe der ersten beiden Teile. Das ist Delta t. So, des Weiteren haben wir jetzt eine Wellenausbreitung in plus z-Richtung vorgegeben. Das wissen wir ja schon. Schreiben wir das mal hin. Das heißt, unser E von R und T, das wäre jetzt erstmal der rotierende Zeiger. Das ist dann irgendein Vorfaktor E0 von XY multipliziert mit E hoch J Omega T minus K mal Z. Das steht auch noch auf der Folie 8. Und wir gehen jetzt über zum ruhenden Zeiger. Das heißt E von R, ich nehme keinen neuen Formelbuchstaben, das kennen Sie inzwischen, diesen Übergang, wäre dann E0 von X und Y mal E hoch minus J Kz. Hier ist also einfach die zeitliche Abhängigkeit separiert. Ja, und im Operator steht ja hier explizit drin, was bezüglich der Z-Koordinate zu machen ist, nämlich die zweifache Ableitung. Und das reduziert sich hier natürlich auf die zweifache Ableitung der E-Funktion. Und es gibt zweimal den Faktor minus jk nach vorne. Ansonsten reproduziert sich die Funktion selber. Minus mal minus ist plus, j mal j ist minus 1 und k mal k ist k Quadrat, sodass Sie ganz klar sehen, dass d2 nach dz Quadrat von e von r gleich minus k Quadrat e von r ist. So, das heißt, hier reduziert sich die zweifache Ableitung auf einen algebraischen Faktor minus k². Ja, und dann schreiben wir doch einfach die Gleichung dann nochmal hin, die Helmholtz-Gleichung, direkt in transversalen Operator und longitudinalen Operator entsprechend aufgespalten. Also Laplace t von e von r. Und jetzt käme ja normalerweise eben nur ein Faktor Omega Quadrat Epsilon Mu angewendet auf das E-Feld. Und von der zweifachen Z-Ableitung, die wir hier eben noch nicht drinstecken haben, die jetzt noch rein muss, wissen wir, dass ein Faktor minus K Quadrat dazukommt. Den schreiben wir einfach hier mit dazu. Minus K Quadrat E von R ist gleich 0. Und diesen Faktor, den haben wir in der Vorlesung und können wir auch jetzt wieder machen, einfach als Gamma Quadrat benannt, sodass wir dann Formeln hätten Laplace t plus Gamma Quadrat angewendet auf das E-Feld ist gleich 0. Und ja, wenn wir davon einfach nur die Z-Komponente nehmen, das ist eine vektorielle Gleichung, wir können die Z-Komponente direkt hinschreiben. Z-Komponente wäre dann einfach Laplace t plus Gamma Quadrat angewendet auf EZ von R ist gleich 0. Die Operatoren werfen ja hier nichts durcheinander bezüglich der Komponenten, sodass das einfach in dieser Form stehen bleiben kann. Das ist also nichts anderes als die gesuchte Gleichung für EZ. Im Aufgabenteil B betrachten wir diese Gleichung jetzt näher. Das heißt, wir schreiben die Gleichung nochmal hin. Wir haben also eine Differentialgleichung
für EZ von R. Diese Differentialgleichung ist genau die, die wir eben auch hatten. Laplace T plus Gamma Quadrat EZ von R ist gleich 0. Ich schreibe der Vollständigkeit halber die Operatoren nochmal dahin. Laplace T ist D2 nach dx² plus D2 nach dy² und das Gamma Quadrat war Omega Quadrat Epsilon μ minus K Quadrat. Nehmen wir auch noch mit, dass wir Randbedingungen haben. Die werden zwar in der Aufgabe erst später abgehakt, aber ich schreibe sie hier schon mal hin. Randbedingungen. Wir haben ja unendlich gut leitende Wände. Also Kappa gegen unendlich haben wir ja an den Rändern. Das heißt, wir haben EZ gleich 0. EZ ist ja eine transversale Komponente, eine Tangentialkomponente somit an allen vier Oberflächen. Und immaterial ist die Feldstärke 0. Die Tangentialkomponente von E ist aber immer stetig, also muss sie auf der anderen Seite der Oberfläche eben auch verschwinden. Und das tut sie dann eben für x gleich 0 bzw. x gleich a und y gleich 0 bzw. y gleich b. Das ist ja der Rand des Ganzen. Ja, und jetzt sollen wir das Ganze mit einem Produktansatz lösen. Das ist schon vorgegeben, dass wir einen Produktansatz nehmen sollen. Dann schreiben wir den einfach hin. Das heißt, unser EZ von R soll ein Produkt sein. Ich nenne den ersten Faktor mal groß X von X. Komplex im Allgemeinen mal groß Y von Y, ebenfalls komplex. Und in Z-Richtung wissen wir ja schon, wie die Lösung aussieht. Das ist ein EO minus J K mal Z. Das wäre also zum Beispiel, das wäre, wenn Sie es allgemein schreiben, wäre das ein Z von Z. Müssen wir natürlich beim Einsetzen in die Gleichung die Ableitungen bilden. Schreiben wir es dann wirklich nochmal entsprechend hin. Was ist denn D2? EZ nach dx Quadrat, das ist ja d2x nach dx Quadrat mal y mal e hoch minus jkz. Und genauso ist eben d2ez nach dy Quadrat gleich x mal d2y nach dy Quadrat mal e hoch minus j kz. Jetzt können wir natürlich entsprechend in die Helmholtz-Gleichung einsetzen, schreiben die hin, also d2x nach dx Quadrat y e hoch minus j kz plus x d2y nach dy Quadrat. Ich habe noch überall ein paar Striche drunter vergessen. Das sind komplexe Größen. Machen wir es ordentlich. Das ist komplex, das ist komplex, das ist komplex, das ist komplex. E hoch minus j kz. Jetzt natürlich noch plus Gamma Quadrat mal die Funktion selber, also x, y, e hoch minus j, kz und das Ganze muss 0 sein. Jetzt der übliche Schritt, wir können durch die Funktion selber nochmal dividieren, das geht, weil wir davon ausgehen, dass die Funktion nicht trivial ist. Das heißt, sie wird von 0 verschieden sein und deshalb können wir mit der Funktion selber entsprechend durchdividieren. Und das führt uns dann auf die Gleichung 1 durch x mal d2x
nach dx Quadrat plus 1 durch y d2y nach dy Quadrat plus Gamma Quadrat ist gleich 0. Eine solche Gleichung lösen wir ja immer dadurch, dass wir annehmen, dass diese Einzellösungen, diese Einzelterme konstant sind. Und dann müssen wir nur noch sehen, dass eben in der Summe das Ganze 0 ergibt. Das heißt, wir nehmen einfach an, dass das gleich einer Konstante ist. Schreiben wir mal in der anderen Farbe. Das heißt, wir würden zum Beispiel annehmen, dass das hier gleich minus kx Quadrat ist. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit gehen wir davon aus, dass kx eine positive Größe ist. Ich schreibe erstmal weiter und dann diskutieren wir das ein bisschen. Und dieser zweite Term, das wäre analog ein minus ky Quadrat. Und damit das Ganze aufgeht, habe ich natürlich eine Nebenbedingung an dieses minus ky Quadrat. Das muss nämlich gleich Gamma Quadrat plus kx Quadrat sein, damit das insgesamt 0 ergibt. Also wenn wir diese Gleichheit annehmen, dann ist diese Gleichung hier, die obere, die blaue Gleichung, genau dann natürlich erfüllt. Wenn diese Beziehung hier erfüllt ist, dann steht nämlich da minus kx Quadrat plus Gamma Quadrat. Halter ist ein Vorzeichen falsch. Hier muss natürlich dann hier ein Minus hin. Okay. Dann steht hier minus kx Quadrat und dann kommt plus minus Gamma Quadrat plus kx Quadrat. Das minus kx Quadrat plus kx Quadrat hebt sich weg, sodass da steht minus Gamma Quadrat plus Gamma Quadrat ist gleich 0. Gut. Diese Differentialgleichungen, die müssen wir jetzt natürlich entsprechend lösen. Das werden wir jetzt machen. Da machen wir eine neue Seite für. Und wir fangen an mit der ersten der Gleichungen. D2x nach dx Quadrat soll ja sein minus kx Quadrat mal x selber. Nochmal eine ganz kurze Diskussion. Wir haben jetzt hier ein negatives Vorzeichen angesetzt. Man hätte hier natürlich auch ein positives Vorzeichen ansetzen können. Dass wir hier ein negatives Vorzeichen angesetzt haben, das liegt daran, dass wir ja rechts und links bezüglich der x-Koordinate feste Randbedingungen haben, die wir kennen, wo wir wissen, da soll die Größe verschwinden. Und wir hatten in anderen Zusammenhängen schon gesehen, dass das natürlich sehr gut mit den trigonometrischen Lösungen, Sinus- und Cosinus-Funktionen geht. Und das sind natürlich gerade die diese Differentialgleichung erfüllen. Wenn ich hier ein Plus hinmalen würde, dann hätte ich zum Beispiel Sinus-Hyperbolicus und Cosinus-Hyperbolicus als Lösung. Und da wissen wir schon, dass wir mit der das nicht so ohne weiteres erfüllen können. Das heißt, in dieses negative Vorzeichen hier ist einfach schon Vorwissen eingegangen. Sie können nur spaßeshalber auch mal durchrechnen, indem Sie hier ein positives Vorzeichen annehmen. Und dann werden Sie relativ schnell sehen, dass Sie dann bei der Bestimmung der Randbedingungen Probleme bekommen. Gut, also das ist der Grund, warum wir das so ansetzen. Und dann können wir natürlich die Lösung sofort hinschreiben. Da hatten offensichtlich einige auch Probleme mit. Gewöhnliche Differentialgleichung zweiter Ordnung, gewöhnliche homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung mit konstanten Koeffizienten. Wenn Sie das nicht wissen, müssen Sie sich das wirklich in Mathematik nochmal anschauen. Und das ist dann offensichtlich a mal Sinus kx mal x plus b mal Cosinus kx mal x. Überprüfen durch Einsetzen im Zweifelsfall. Wir nutzen die Randbedingungen.
Also was ist denn mit x bei x gleich 0? Bei x gleich 0 ist der Sinus auf jeden Fall sofort weg. Das heißt, a spielt keine Rolle, der Cosinus ist 1. Das heißt, der pickt uns genau b raus. Das heißt, an der Stelle wissen wir sofort, dass b gleich 0 sein muss, weil das x an dem Rand ja verschwindet. Also b muss gleich 0 sein. Den anderen Rand werden wir natürlich auch ausnutzen. Bei x gleich a muss x auch verschwinden. Das heißt, b ist ja schon eliminiert, es bleibt nur noch der Term mit a stehen. A mal Sinus kx mal a muss 0 sein. Naja, und wie der Sinus aussieht, das wissen wir. Der hat 0 Stellen hier bei 0 und dann eben bei Pi und dann bei 2Pi. Kx gleich 0 würde offensichtlich auf die triviale Lösung führen. Dann wäre ja hier, stünde hier eine 0. Damit stünde hier immer Sinus von 0 und das wäre 0, dann wäre der Term weg und dann wäre x gleich 0. Mit x gleich 0 ist aber auch direkt e gleich 0, das ist die triviale Lösung, die interessiert uns nicht. Das heißt, hier folgt sofort, dass kx an der Stelle oder kx mal a eben pi 2pi 3Pi und so weiter sein muss. Das heißt, hier folgt Kx mal A muss sein M mal Pi mit M gleich 1, 2, 3, 4. Und für M gleich 0 triviale Lösung. Das wird in der Aufgabe später nochmal abgefragt. Wir haben das einfach hier schon berechnet. Das ist übrigens auch die Stelle, wo der erste Index reinkommt. Das heißt, diese Ks hier, die sind offensichtlich von einem Index m abhängig. Und es gab eine Frage auf Q&A, wo diese Indizes herkommen, m und n. Die kommen genau daher, dass sie eben unendlich viele Ks haben, für die diese Beziehung erfüllt ist. Das ist wie bei einer schwingenden Seite, wo eben die Ränder festgehalten sind. Die Grundwelle ist die, wo eben eine halbe Wellenlänge reinpasst, aber es gibt auch die Lösung, wo eben eine ganze Wellenlänge reinpasst oder eben drei halbe Wellenlängen und so weiter und so fort. Das heißt, wir können das nochmal festhalten. Wir haben jetzt also ein Kx. Das ist in Wirklichkeit ein Kx mit Index m, also nicht hoch m, sondern Index m. Und das ist gleich m mal Pi durch a. Und schreiben wir es nochmal hin. M gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Ja, Überraschung für die y-Komponente geht das entsprechend. D2y nach dy-Quadrat ist gleich minus ky-Quadrat mal y. Ja, und dann folgt natürlich, wie eben auch, das y von y ist gleich Konstanten c mal Sinus ky mal y plus, nennen wir die d, mal Cosinus ky mal y. Und auch hier nutzen wir natürlich die Randbedingungen wieder aus. Das heißt, y gleich 0, das muss ja gleich 0 sein. Und wenn wir einsetzen, sehen wir, dass daraus sofort folgt, dass d gleich 0 ist. Wir haben also nur noch den ersten Term, den Sinusterm da stehen. Und genau wie mit den gleichen Schritten wie eben, folgt eben aus y für y gleich b, dass das auch gleich 0 sein muss, folgt direkt, dass das ky
ein kyn ist und das ist n mal pi durch b. Also genau dieselbe Argumentation und auch hier würde n gleich 0 wieder dazu führen, dass wir nur die triviale Lösung haben und damit haben wir also n gleich 1, 2, 3, 4 und so weiter und so fort. Natürlich müssen wir noch beachten, dass das kx und das ky und das Gamma nicht vollkommen unabhängig voneinander sind. Wir haben die ja immer noch die Helmholtz-Gleichung zu erfüllen und das führt uns auf die charakteristische Gleichung. Dass eben die Beziehung erfüllt sein muss, minus kx, und das hatte ja einen Index m, und das Ganze zum Quadrat, minus ky, Index n zum Quadrat, plus Gamma Quadrat muss gleich 0 sein, oder eben anders ausgedrückt, Gamma Quadrat ist gleich kx m Quadrat plus ky n Quadrat. Und das ist auf der anderen Seite, das hatten wir ja schon, das ist ja nur eine Abkürzung für Omega Quadrat Epsilon mu minus k Quadrat. Und damit sehen wir, wenn wir das umstellen nach k oder nach k Quadrat, dass auch k² jetzt eine indizierte Größe ist. Die hängt eben ab von den Indizes m und n. Das heißt, das wäre ein kmn zum Quadrat. Und das ist eben Omega² Epsilon μ minus kxm² plus kyn n zum Quadrat. Und natürlich können wir da auch die Wurzel draus ziehen. Das brauchen wir auch gleich für die Diskussion der Cut-off-Frequenz. Also ist kmn gleich die Wurzel aus mu epsilon omega Quadrat minus kx m Quadrat plus ky n zum Quadrat. So, das hier ist eben die Wellenzahl. Für die in plus z-Richtung ausbreitende Welle. Und das Omega, was hier auftaucht, das ist natürlich nach wie vor die Kreisfrequenz dieser harmonischen Welle. Das heißt, was wir hier haben, ist letztendlich unsere Dispersionsbeziehung für diesen Mod. Jetzt ist des Weiteren natürlich auch schon nach der Cut-off-Frequenz gefragt. Und dazu halten wir zunächst nochmal fest, dass ja die Fälle m gleich 0 bzw. n gleich 0 nur auf die triviale Lösung führen. Das heißt, der TM-Grundmod das wäre der mit m gleich 1 und n gleich 1. Die Cut-off-Frequenz können wir aber auch ein bisschen allgemeiner hinschreiben. Ich muss mal gerade schauen, nach was eigentlich gefragt ist. Gucken wir nochmal. Bestimmen Sie. Also für ein beliebiges TMN ist jetzt nach der Cut-off-Frequenz gefragt. Gut, dann werden wir das auch allgemein ausrechnen.
Wie kommen wir auf die Cut-off-Frequenz? Wir müssen ja zusehen, damit wir eine Wellenausbreitung haben, muss dieses k hier eine reelle Zahl sein. Wenn das k selber imaginär wird, dann haben wir ja im Exponenten ein e hoch minus j k mal z stehen. Und wenn k selber imaginär ist, dann verschwindet das j. Dann können wir mit j mal j gleich minus 1 das j zum Verschwinden bringen. Und dann haben wir die normale Exponentialfunktion stehen, dann haben wir keine Wellenausbreitung mehr. Das heißt, um auf sowas zu kommen wie eine Cut-off-Frequenz, haben wir eine Bedingung für Wellenausbreitung. Und die Bedingung für Wellenausbreitung ist eben, dass das, was unter der Wurzel steht, dieser Ausdruck hier, der muss positiv sein. Ansonsten ziehe ich eine Wurzel aus einer negativen Zahl. Also muss gelten μ Epsilon Omega Quadrat minus Kxm zum Quadrat plus Kyn zum Quadrat größer oder gleich 0. Und der Grenzfall und damit eben die Cut-off-Bedingung ist eben, wenn dieser Ausdruck gerade gleich 0 wird. Das heißt, das wäre der Fall, wenn μ Epsilon Omega Quadrat gerade gleich Kxm Quadrat plus Kyn Quadrat ist. Ja, und das können wir natürlich auch nochmal expliziter hinschreiben. Übernehmen wir zuerst nochmal die Formel. Ich schreibe hier nochmal hin, Cut-off. Also, μ Epsilon Omega Quadrat. Ja, machen wir da mal, schreibt man CO dran für Cut-off, ist gleich Kxm zum Quadrat plus Kyn zum Quadrat. Und diese Ausdrücke kennen wir aber. Das ist nämlich nichts anderes als hier ist m und hier war n. Entschuldigung. So, und hier steht natürlich dann m mal Pi durch a Quadrat plus n mal Pi durch b zum Quadrat. Und wenn wir das jetzt auflösen, hätten wir hier Omega Cut-off gleich 1 durch Wurzel Epsilon mü mal die Wurzel m mal Pi durch a zum Quadrat plus n mal Pi durch b zum Quadrat. Und natürlich könnten Sie auch noch das Ganze in Form einer Frequenz hinschreiben. Frequenz, die Cut-off-Frequenz. Da dividieren Sie einfach nochmal durch 2 Pi. Das wäre 1 durch Wurzel Epsilon mü mal Wurzel aus Pi, aus, nicht Pi, halt, Pi fällt ja gerade weg, aus m durch 2a zum Quadrat plus n durch 2b zum Quadrat. So wäre es als Frequenz hingeschrieben. Und ja, was Sie natürlich auch wieder erkennen, ist dieser Vorfaktor 1 durch Wurzel Epsilon mü. Das ist nichts anderes als die normale Ausbreitungsgeschwindigkeit in dem Medium, die Lichtgeschwindigkeit in dem Medium. Also für den Fall, dass wir Luft oder Vakuum annehmen, ist das einfach die normale Lichtgeschwindigkeit.
So, jetzt die Diskussion für, Moment, wir müssen schauen nochmal in die Aufgabe rein. Was haben wir? Das haben wir gemacht. Zerlegung und Produktansatz haben wir gemacht. Randbedingungen haben wir gemacht. Bestimmen Sie dadurch den Eigenwert, das ist das K. Und die Cut-off-Kreisfrequenz, das haben wir auch gemacht. Und die Fälle M gleich 0 und N gleich 0 haben wir auch schon diskutiert. Die führen einfach auf die triviale Lösung. Das heißt, jetzt brauchen wir nur noch das Letzte zu machen. Und hier sind an bestimmten Punkten, ist, oder für einen bestimmten Punkt ist die Feldstärke angegeben, sodass wir jetzt die unbekannten Koeffizienten bestimmen können. Das heißt, wir müssen uns jetzt tatsächlich einfach noch um die Aufgabe D kümmern. Ja, dafür schreiben wir einfach die Lösung nochmal hin, also unser EZ von R. Das hatte ja die Form a mal Sinus kx mal x plus, und die andere Konstante war dies c mal Sinus ky mal y. Halt, das ist kein Plus, das ist natürlich hier ein Mal. Entschuldigung, mal. Und jetzt kommt die z-Abhängigkeit e hoch minus j. KZ. Und wenn wir die Größen einsetzen, die wir jetzt bestimmt haben, dann steht hier für Kx eben m mal Pi durch a und dann mal x mal c Sinus und jetzt n mal Pi durch b mal y und dann eben mal e hoch j. K, und das ist natürlich ein Kmn jetzt mal z. Dann schreiben wir das Kmn auch nochmal dahinter. Das ist Wurzel μ Epsilon Omega Quadrat minus m mal Pi durch a Quadrat plus n mal Pi durch b Quadrat. Ja, und jetzt sind an bestimmten Punkten ja die Werte, ist an einem Punkt der Wert vorgegeben. Also schreiben wir uns hin, was ist denn EZ von, müssen wir natürlich jetzt auch oben dran schreiben, das ist von N und N abhängig, machen wir es ordentlich. So. Das ausgewertet an der Stelle x gleich a durch 2m. Y gleich b durch 2n und z gleich 0. Ja, wenn wir das einsetzen, für x eingesetzt, sehen Sie, dass hier Sinus Pi halbe übrig bleibt. Das ist also 1. Y eingesetzt, bleibt auch Sinus Pi halbe übrig, ist auch eine 1. Und z gleich 0 eingesetzt, gibt auch eine 1. Das heißt, hier bleibt einfach übrig, das ist a mal c gleich 1 Volt. Ja, und damit ist dann natürlich das EZMN vollständig bestimmt. Das ist dann eben gleich 1 Volt mal Sinus MP durch a mal x mal Sinus np durch b mal y mal e hoch minus j k m n mal z. Ja, und damit ist das Ganze vollständig gelöst. Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit.